Tja, hi Tusti. Ich meine, hi Maxi. Hallo, Tuschi, ich meinte natürlich Jan. Okay, also, wie auf vielfachen Wunsch haben wir was gemacht. Wir haben mal wieder einen. Klangkrieg gemacht. Starten wir. Ja. Vorbereiten wir. Vorbereiten. Suchen jetzt Gegner. Quatsch. Suchen jetzt erstmal Krieger aus. Und Kriegerinnen neuerdings. Wir haben eine Kriegerin dabei, Maxi. Wirklich? Echt jetzt? Ne? Oh. Also nicht da natürlich Micha und so weiter. Wie gesagt, wichtig, wir haben es oft genug geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie oft ich etwas geschrieben habe in diese Klarnachrichten und habe gebeten, dass ihr rot oder grün oder immer macht. Und wenn ihr mitmachen wollt, bitte melden. Das seit 2 Tagen. Das habe ich nur ein paar Leute gemeldet und haben auch dem Daniel da Rückkopplung gegeben. Okay, wir versuchen zumindest mal jetzt 15 Leute zusammenzukriegen. Am Anfang habe ich 20 probiert, hier mal einzustellen. Die Frage ist natürlich, sind die überhaupt dabei? Wir ärgern uns nachher schwarz, Maxi. Ja. Weil. Tschüssi. Ich meinte natürlich, weil zum Beispiel ein paar Leute da auf einmal nicht mehr mitspielen. Genau, sind Stellen sie. einfach, spielen einfach nicht mit, Ja. machen vielleicht doch nur einen Angriff und das manchmal auch nur ohne Truppen. Das haben wir auch schon erlebt. Weil sie sagen, ich muss kämpfen. Hallo. Ne? Also wie gesagt, hier seht ihr den Prozess, der hier stattfindet, um hier Leute zu finden. Und wir müssen natürlich gucken, dass es einigermaßen funktioniert. Wir können natürlich, und das hatte ich auch schon mal gesagt, Maxi, wir können natürlich mal für die, ich sag mal, Level niedrigeren, ich will jetzt nicht sagen schwachen, aber ne Level niedrigeren, wir waren alle mal vom Level niedriger, natürlich einen eigenen Clankrieg machen. Gar kein Problem. Ne? Ganz genau. So. Und ja, ich suche mit Maxi zusammen und natürlich auch mit Daniel, der hat mir eine Liste da geschickt. Danke dir, Dani. Die Leute raus, die hier mitmachen können, Algrip oder Marvin und so weiter, die haben, Marvin weiß ich jetzt nicht, aber die haben letztens auch mitgemacht. Und wir wollen natürlich gucken, dass wir auch die Neuen, die hier mitspielen wollten, eben auch hier berücksichtigen. Also das hat jetzt nichts gegen irgendjemand was zu tun. Ich selber oder Maxi sind ja auch nicht dabei. Ganz Wir sind ja genau. nicht dabei, weil wir keinen Bock haben, sind dabei, nicht dabei, weil wir den anderen eine Chance geben wollen, oder? Ganz genau, weil zum Beispiel unsere Pokale und Level werden dann ja auch mitgezählt oder werden für die etwas Schwächeren, sage ich mal, zu ein bisschen doof, Ja. weil dann bekommen sie ganz starke Gegner. Ja, jetzt beginne ich den Krieg, klicke da drauf und ich habe das kurz mal, ja, ich sag mal, geschnitten, dieses Video hier, weil der Suchprozess dauert geschlagene 9 Minuten, glaube ich. 8 oder 9 Minuten. Jo. Und warum soll ich euch eine Lupe zeigen, die da zwischen verschiedenen Wappen da hin und her jagt? Ne? Ja, und deswegen, hier ist der kurze Schnitt. Hier ist der Schnitt. Wir machen einen Schnitt, oder? Ja. Was gibt's sonst noch Neues? Sonst eigentlich nichts. Sonst nichts. Außer, dass wir vielleicht was finden. Oh, boah, ey, wir haben was gefunden. Geil. Geile Matiko. Death Monster. Das Monster, Deep Monster. Oh Gott, totes Monster, Freunde. Boah. Ey, das sind wir. Das ist unser Clan, Quatsch, nicht wir, sondern das ist unser Clan. So, ich sehe. Spartacus David Terminator. So, viele Leute, die noch gar nicht mitgemacht hatten. Und das ist der Gegner. Schauen wir uns den mal an. Ei. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh mein Gott. Der ist nicht ohne, Den schaffen wir schon mal hä? Der nicht. zweite? Nun ja. Ich habe mich gerade verschluckt. Uiuiuiui, Leute, Leute, Leute. Der ist. Erzähl. Ja. Erzähl. Was soll man Fällt das dir nichts jetzt ein, oder was? so groß erzählen? Nicht, hä? Kannst du gar nichts sagen, ne? H&M heißt ja. H&M, also H&M. Ja. Henning und Mauritz oder sowas. Ganz Diese genau. Bekleidungsfirma, wo du immer einkaufen gehst, wegen der hübschen Verkäuferin, ne? Oder was? Ah ja, Maxi, jetzt kommt's raus. Oh, die Nummer 5 alleine ist schon nicht gerade ohne, würde ich sagen. Ja. Schön, schön aufgebaut. Die Base. Ach du Scheiße, Nummer 6. Alle Flaggen. Geil. Also richtig toll. Ich finde toll. Also ja, toll, toll das Ding gemacht. Ne? Sieht gut Ja, aus, ne? wäre Also toll. optisch toll. Aber man kann natürlich mit dem richtigen Angriff kann man ziemlich viel kaputt machen bei dem. Und da kriegst du auch 1 oder 2 Sterne locker hin. Also da darf man sich auch nicht täuschen. Also wenn ihr da eine Frage habt, fragt Leute, die öfter schon Clankriege oder starke Gegner hatten und fragt, mit welchen Truppen, nicht wie ihr angreift, sondern mit welchen Truppen ihr angreifen sollt. Und ihr müsst dann für den speziellen Gegner die Truppen produzieren, Kumpels.
Ne? Also nicht jetzt den Fehler machen und sagen, ja, ich greife sowieso immer nur mit Bogenschützen und Dingsbums an. Käse, jeder Gegner hat bestimmte Truppen, mit denen man den angreifen kann. Ne? Also die Superspieler, Superkrieger machen eben für den Krieg spezielle Truppen. Das ist so. Ne? Ganz genau. Das kennen wir von anderen Clans so, Maxi, ne? Ja. Da haben also uns die Guten, damals, wo wir angefangen haben, vor ewigen Zeiten, haben uns die Guten auch die Tipps gegeben. Ja. Ne? Headshot! So, dann wollen wir jetzt fangen wir mit unserem Clan an, ne? Ja. So, Maxi, sag mal was. Glesori, gut aufgebaut für sein Level auf jeden Fall. Das ist die Kriegsbase, die ist ja automatisch hier generiert. Ganz genau. Ich glaub, der Michael. Ja. Den hat man schon mal. Der hat schon mal mitgemacht. Der hat auch ganz gut gekämpft. Terminator ist neu, ne? Ja, der ist neu. Hat aber eigentlich alles gut. Sieht gut aus, ne? Down on you. Auch gut. Jo. Spartux ist David. Mega Base. Also von den Mauern her. Klasse, ne? Ja. Yeshi. Das ist die Jenny. Das ist die Jenny, 18 Jahre, die auch so einen schönen YouTube-Channel hat. Die das erste Mal dabei ist. Also der drückt meine Daumen. Super Samo. Der war, glaube ich, auch schon mal dabei, ne? Der hat auch schon den letzten Clan-Krieg mitgemacht, meine ich. Ja. Oder? Der Nico. Nico hat geschrieben, er will unbedingt mitmachen. Also Nico, sieh zu, dass es hin. Passi hat auch mitgeteilt, er will unbedingt mitmachen. Also Freunde, steckt euch ein. Eisenherz hatte auch geschrieben, kann man da mal einen Clan-Krieg mitmachen? Also Freund, strengt euch an. Spech hat sowieso Bescheid gesagt. Und Nummer 4, Daniel, auch schöne Base. Wen haben wir denn jetzt? Tim. Gute Base. Jo. Hallo. Wir sehen uns. Hallo. Micha, jo, sieht gut aus. Super Base. Also, es ist so, wie es ist. Man muss die Gegner nehmen, wie sie kommen. Und wie gesagt, wenn ihr da auf dieses blauen Sternchen drückt, könnt ihr immer gucken, wer noch nicht angegriffen hat, wer schon angegriffen hat und die Ergebnisse euch angucken. Also da könnt ihr immer aufpassen, gegeneinander bitte oder miteinander sagen, Freunde, da musst du noch. Also guckt hier diesen roten, blauen Stern, darum geht's. Und das muss auch einigermaßen dann sichergestellt werden. So, ja, dann viel Erfolg, sagen wir, oder? Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagen wir. Jan und Maxi. Tusti! Headshot!